Und Bergrennen extrem. Wir fahren den 550 PS starken BMW V8 von Georg Plaser. Für Motorsportbegeisterte Naturpistenanhänger. Hier fighten heiße Sport- und Tourenwagen in zig verschiedenen Klassen um Siege. Es ist ähnlich wie in Formel 1 das Qualifying. Man muss auf dem Punkt da sein. Man kann nicht sagen, ja, fahren wir halt nur mal. Es muss jetzt stimmen. Georg Plaser ist Bergspezialist und BMW-Fan. 1996 tritt er mit dieser selbst aufgebauten Granate mit Formel 2 Motor an. Über 300 PS bei knapp 11.000 Umdrehungen, nur 775 Kilogramm Gewicht. Mit diesem brüllenden Monster gewinnt Plaser die deutsche Bergtrophäe. Zum Bergrennen bin ich gekommen nach der Rallye aus Kostengründen. Der Berg ist ein bisschen günstiger als alle anderen Motorsportarten, weil man nicht so viel Verschleiß hat, weil man keinen direkten Gegner hat, man hat als Gegner die Uhr. Das heißt, Fremdverschulden ist ausgeschlossen. Damit ist eigentlich auch immer klar, wer schuld ist, wenn was kaputt ist. Das war 1996. Plasers Renngerät der Gegenwart aber schlägt alles bisher Dagewesene. Allein der erste optische Eindruck verrät, hierbei muss es sich um etwas ganz Besonderes handeln. Sämtliche Kühlluftöffnungen und aerodynamischen Hilfsmittel sind in akribischer Kleinarbeit im Windkanal entstanden. Je nach Streckenverlauf sind durch verschiedene Einstellungen unterschiedliche Abtriebswerte möglich. Türen, Hauben, Stoßfänger und Spoiler sind aus ultraleichtem Carbon-Sandwich-Material. Optische Höhepunkte sind die mittig platzierten Auspuff-Endrohre und der biertischgroße Heckflügel. Alle Schrauben an diesem Dreier sind aus Titan. Sämtliche Radaufhängungsteile und die Felgen bestehen aus Magnesium. Auch das Armaturenbrett fiel dem Leichtbau zum Opfer. Ein Display reicht. Im gesamten Innenraum fällt das detailverliebte, blitzsaubere Finish auf. Hier klebt echtes Herzblut dran. Eine Augenweide, der Schaltprügel des sequentiellen Getriebes. Auch die Rennschale ist aus ultraleichter Kohlefaser. Diese Alu-Gießkanne ist übrigens der Tank, denn Bergrennen sind nur kurze Einzeletappen. Mit der Porsche Biturbo-Konkurrenz sollte Georg Plaser dank diesem explosiven Paket jetzt endlich fertig werden. Der V8 wiegt nur 4 Kilogramm mehr als der kleine Vierzylinder von 1996. Ein bisschen mehr Leistung hat er auch. Das ist ein 3,4 Liter V8 Motor mit ca. 550 PS bei knapp 10.000 Umdrehungen. Leergewicht 895 Kilogramm. Noch Fragen? Da BMW den Motor aus dem M3 GTR nicht rausrücken wollte, rief Plaser bei Formel 1 Motorenbauer Judd an. Wir sind mit dem Motor sehr zufrieden, haben nur das Problem, dass der Kaltstartverschleiß am Berg natürlich sehr, sehr hoch ist. Und um das Thema ein bisschen zu minimieren oder ganz auszuschalten, haben wir unser Vorwärmsystem mit der Standheizung, das kann ich hier mal erklären, ausgedacht. Das ist eine 5 kW Dieselstandheizung, mit der wir vor im Betriebnahme des Motors den Motor auf ca. 80 Grad Wassertemperatur und 50 Grad Öltemperatur vorwärmen. Musik.
Ein bisschen aufgeregt waren wir beim Entern des Schalensitzes schon, denn das Leistungsgewicht von ca. 1,6 Kilogramm pro PS beeindruckt doch sehr. Zum Vergleich, der exklusive Leichtbau M3 CSL kommt auf knapp über 4 Kilogramm pro PS. Traktionskontrolle sei Dank fällt es nicht allzu schwer, die ersten Meter zurückzulegen. Die 27 cm breiten Michelin-Slicks nehmen schnell Temperatur auf und das Spiel mit den Beschleunigungskräften kann beginnen. Der Klang dieses BMW ist und bleibt einfach unbeschreiblich böse. Gewöhnung tritt nicht ein. Das sequentielle Sechsganggetriebe lässt sich bei Volllast dank Zündunterbrechung problemlos und sehr schnell schalten. Beim Runterschalten gibt die Motorelektronik automatisch Zwischengas, um ein zusätzliches Bremsmoment an der Hinterachse zu vermeiden. Dadurch liegt das Auto beim harten Anbremsen ruhiger. Die Bremsanlage ist für das Gewicht von knapp 900 Kilogramm mehr als ausreichend dimensioniert. Doch nicht nur die negative Beschleunigung beeindruckt. Die 550 Pferdestärken reißen das Leichtgewicht fast schon brutal über die Geraden. Durch die enge Gangabstufung ist die rechte Hand sehr mit dem Reinknallen der Gänge beschäftigt. Bei voller Beschleunigung bleibt ein Gang nicht einmal 3 Sekunden eingelegt, egal welcher. Der extreme Leichtbau ist auch beim Fahrwerk deutlich zu spüren. Dank Titan und Magnesium spricht das Fahrwerk sehr sensibel an und erfreut seinen Piloten mit glasklarem Feedback. Georg Plaza startet 2003 nicht nur beim KW Bergcup. Bei der FIA Hill Climb Challenge wird er auf Granaten wie den ITC Alpha mit Allrad und einen Abt Audi TT aus der DTM treffen. Viel Glück dabei!